bitte, bitte keine Fehler machen. Also. Schmeckt wirklich wie Leitungswasser. Wenn es nicht so klappt, wie wir es wollen, brennt's. Also da fliegt morgen eine Bombe. Noch die Unerfahrenheit in der Küche, eben der Service ausbaden muss. Ich bin der Captain, aber das Schiff geht unter. Ah, herrlich. Herrlich. Also ich bin im Moment ein kleiner Problemfall, weil ich mache gerade eine ziemlich strenge Diät. Oh. Aber wir haben auch köstliche Salate und wir haben auch Tofu im Angebot. Tofu, das wäre mal eine Maßnahme. Okay. Bitte, bitte keine Fehler machen. Also. Einmal als Vorspeise einen kleinen Thunfischsalat. Eine Tomatensuppe und eine Tofusuppe. Bang, okay. Warte mal. Kannst du gleich zum Tisch gehen? Die Tofusuppe gibt's nicht, weil kein Tofu da. Ah, super. Ja. Wunderbar. Ja. Perfekte Vorbereitung. Das gibt sich an, das habe ich gestern schon gesagt. Da sieht er, darum brauchen wir Hilfe. Kein Tofu da. Gar kein Tofu da. Ja, alles schon, alles weg. Dann nehme ich. Alles weg. Thunfisch dazu. Okay, Thunfisch. Ja? Auf wie viel Gramm? Ja, 145. Bleibt dabei. 145. Ja. Durch oder? Alles da. Ich dachte, die haben keinen Fisch. Spätzkiss. Wenn er richtig lesen würde und seine Bestellung richtig aufnehmen würde, dann wüsste der Moscher, was Sache ist. Weil jetzt bin ich wieder total im Kopf kaputt, weil der Ablauf wieder kaputt gemacht wurde. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Das schaut ein bisschen sehr, das schaut ein bisschen fies aus. Sehr, ja. Dressing oben drauf geknallt. Im Steakhaus. Eine Holzschüssel oder sowas anrichten würde. Wie zieht die Schuhe aus? Ein Salat geht keinen Meter. Das Dressing ist richtig fies, da friert es mich. Das ist original aus der Flasche. Dass ich jetzt ins Rudeln komme, ist ganz einfach. Der Moscher kommt rein mit Sachen, die wo ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin total gerade nervlich kaputt. So, Dessert. Danke. Probieren wir mal einen Tofu, das ist für mich auch Neuland. Ich hab noch gar nichts. Kannst auch Styropor fressen. Aber interessant. Ne? Ist mal was anderes. Das ist sehr interessant, ist immer eine was zu essen, was nach gar nichts schmeckt. Frage der Betrachtungsweise halt, ja. Schmeckt angebrannt einfach nur. Ich wusste ja, dass Tofu wie Fensterkitsch schmeckt. Ja, aber ich dachte auch, dass der mariniert wird irgendwie, dass der schmackhaft gemacht wird. Und der war einfach in Scheiben geschnitten, angebraten und komplett geschmacklos, also wirklich absolut. Ist schade, gell? So ein schöner Laden. Aber das ist ja ein Ausgangsprodukt, wo man echt was mitmachen kann eigentlich. Ja, marinieren muss das halt mit. Salz ist ausgegangen irgendwo. Hier ist Salz. Beim Probeessen habe ich mir ein Filetsteak bestellt mit Champignon-Rahmsoße, auf der Karte noch deklariert, mit Weißwein verfeinert. Und ich habe in meiner ganzen Kochprofizeit auch schon die ein oder andere Champignonsauce gegessen. Die hier heute war, stand auf Platz 1, aber auf Platz 1 von hinten. Also das war die schlimmste Champignonsauce, die ich wirklich in meiner ganzen Kochprofizeit gegessen habe. Das ging eigentlich wirklich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht, dass man sowas machen kann. Also hier ist es wirklich einiges zu tun. Das sind Sachen, die ich nicht verstehe, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil hier ist das kleine, nicht mal das kleine 1x1, das ist wirklich 1 plus 1 fehlt hier. Und das lohnt sich richtig, hier in die Küche zu gehen, dann kann man ganz, ganz viel machen. Heute ist eben, es soll keine Entschuldigung sein, eben alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Mahlzeit. Mahlzeit. Wart ihr zufrieden mit eurer Leistung heute? Nein. War dir nicht? Nein. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Überhaupt nicht. Wir auch nicht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sag doch mal. Einmal wegen dem Tofu zum Beispiel.
Ja, was Tofu-Suppe, da war der Tofu nicht da. Die Suppe nur Plärre war es, mehr oder weniger. Wasser mit Gemüse. Das war wirklich nur Wasser, ne? Wasser, ein bisschen Pfeffer drin. Ja, weil wir keine frische Brühe da haben. Das kannst du nicht bringen, das war ja wirklich blankes Wasser, da war ja nicht mal Salz drin. Sprecht ihr euch da nicht mal ab vom Service? Weil so, wenn es in den Mittagsservice reingeht, dann müsst ihr das euch doch mal durchschließen. Also pass auf, heute ist kein Tofu da, heute ist nicht das da. Wie ist es da bei euch untereinander? Normalerweise wird das immer alles aufgeschrieben und dann wird es immer am nächsten Tag frisch besorgt. Aber irgendwo ist doch jetzt was faul. In der Küche bestimmt nur einer, sag ich mal. Das ist der Koch. Das bist du? Ja. Richtig. Und du musst auch die Macht haben, das zu entscheiden. Das ist richtig. Wenn du am Ende des Monats mit deiner Foodkost oder mit den Zahlen nicht hinkommst, okay, dann können wir darüber reden, aber du kannst auch sagen, was gemacht wird. Ja. Teamarbeit gibt es im Service und Küche so gut wie gar nicht. Also die Küche versucht, also ich persönlich versuche mehr oder weniger den Service anzusprechen, räum mal die Teller ab, sortiere das Besteck oder hilf mir mal, ich habe selber zu tun. Also es wird immer von einem auf den anderen geschoben und es stört. Mich nervt absolut die Vorbereitung, die vernachlässigt wurde und die Stresssituation, die ich mit dem Koch hatte. Das finde ich einfach absoluten Müll. Und der Witz an der Sache ist, es ist sauteuer. Mhm. Ne? Also selber machen ist immer billiger. Und jetzt machen wir einfach mal eine ganz normale Vinaigrette, nachdem du keinen Joghurt da hast. Sag doch mal, was kommt in die Vinaigrette, in deine Salatsoße? Wie machst du das? Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung, akzeptiere ich nicht. Jetzt komm, du stehst hier in der Küche. Überleg halt mal, was ist... Eine Salatsoße. Sagt mir echt nichts, wirklich nicht. Ich habe heute zum ersten Mal wirklich in meiner Kochprofizeit habe ich erlebt, dass jemand in der Küche arbeitet und mir nicht sagen kann, was in die Vinaigrette reinkommt. Der hat das Wort Vinaigrette noch nie gehört. Wenn du dir einen Salat zu Hause anmachst, was tust du da drauf? Da tust du ja, also keine Milch drüber, oder? Na, sondern? Essig, Öl. Danke, Zwiebeln. Essig. Also, geht doch. Bisschen. Ja, was noch? Kann man alles reinmachen, aber Essig und Öl ist schon mal sehr wichtig. Zwiebeln und Kräuter. Zwiebeln, wenn du Lust hast, würde ich jetzt nicht machen, weil die Gäste nicht unbedingt rohe Zwiebeln essen wollen. Ja. Senf für dich reintun für den Geschmack. Ne? Da hast du es ja. Was haben wir jetzt drin schon? Ich will, dass du das Rezept nennst. Und ein Löffel Honig. Genau, und jetzt tun wir noch O-Saft rein. Du musst eigentlich spätestens die Info da sein, wie die Steaks gebraten sein sollen, weil das kann man ja nicht à la minute machen. Genau, ich dachte, dass so eine kleine Zwischenpause ist und ich dann jetzt frage, was die Herrschaften gerne hätten. Also, welche Steak hätte oder wer Brute gerne hätte. Und euch dann wollte ich dann die Info geben. Du musst aber früher machen. Du musst mit als erstes machen. Achso, ah. Okay, danke dir. Und dann Info, wirklich genaue Info an die Küche, dass die arbeiten können. Der Herd, die haben vier Flammen, eine davon geht nicht. Der Herd steht nicht im Lot, er ist total schief in der Küche. Der Konvektomat, es sind keine Einsätze da, keine Bleche da. Die Grillplatte, es geht nur die Hälfte. Der Ofen wurde noch nie benutzt. Also ich habe keine Ahnung, wie die vorher da überhaupt ein Essen rausgebracht haben. Wir fangen mal vorne an. Grillplatte richten. Gasflamme richten. Alle Gasflammen neu einstellen. Drei große Pfannen. Zwei vernünftige Grillpfannen, wo der Griff fest ist, weil das ist ja Verletzungsgefahr hoch 10. Jodierte Speisesalz, Geschmacksverstärker, Mononatrium, Glutamat, Dinatriuminosinat, Dinatriumgualnilat, Maltodextrin, bla bla, lang. Aroma, bla, ab in Müll. Das andere her mit, schau, dass du es gleich einmal lernst. Hier, da. Wo kommt das hin? In Sorgen. Jawohl, ab damit. Sag bloß, wir machen dich nervös. Tust du dann, bevor du es auf den Teller tust, kurz da drauf, dann hast du weniger Zeug auf dem Teller. Je länger wir da waren, desto klarer wurde uns, dass es in dem Laden richtig brennt. Also da hat wirklich keiner eine Ahnung von dem Geschäft, aber wirklich gar keine. Und das Schockierende fand ich, da hat nicht mal der gelernte Koch eine Ahnung von dem Ding. Es brennt an allen Ecken, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Ablegen hier und Druck. Einmal abtupfen, einmal nur die Unterseite, einmal zack, zack. Dann hat dein Glanz wieder verloren da oben drauf. Nur die Unterseite, einmal kurz drauf.
und raus. Jawohl. Oh. Okay, okay, Entschuldigung. Das keine Englisch. Drei, zwei. Ah, okay. Das ist Englisch hier. Englisch damit. Da findet keine Kommunikation statt. Das ist fast schon eine Totgeburt. Das ist echt richtig, richtig schwierig. Und so einen schwierigen Fall hatten wir in letzter Zeit selten, dass es da so brennt wie in diesem Laden. Bloß wie kann ich denn dir noch mehr entgegenkommen? Wie kann ich dir denn noch mehr helfen? Indem du dich einfach mal hinsetzt und zuhörst, was ich sage. Wenn du in die Küche kommst und ich sage, hier, pass auf, so geht es nicht. Du kannst nicht jetzt einfach in die Küche kommen und sagen, hier haben wir einen besonders guten Gast, der will jetzt extra Ketchup haben. Wenn beim nächsten Gast, der kommt, kein Ketchup kommt, dann denkt er, der ist minderwertig oder sonstiges, weißt du? Das sehen die Gäste ja auch. Auf jeden Fall, denke ich, sollten wir uns öfter zusammensetzen, viel öfter zusammensetzen und auch mit diesem Abendessen, dass ich mir da mehr Zeit nehme und wirklich auch mal dir meine Sorgen erzähle und dir auch mit mehr zuhöre. Also für die Zukunft glaube ich, dass der Mascha sich schon Mühe gibt dafür, dass wir uns hinsetzen, dass wir Gespräche führen, vielleicht auch miteinander essen, das hoffe ich. So, folgendes. Wir machen uns jetzt unsere ultimative Hühnermischung. Wir brauchen das Salz. Noch ein bisschen. Stopp! Was ist jetzt in der Mischung alles drin? Salz, Pfeffer, Zucker, Paprika, dann Fenchel und dann auch Kreuzkümmel. Und Kümmel nochmal. Ja, jawohl. Sehr schön. Alles wunderbar. Au! Haha, reingelegt. Darf man auch wohl die Blätter hier sehen? Ja. Die hebt man mal ein bisschen auf, die streuen wir halt abends über die Tische. Da kann man auch Sachen drauf ablegen. Aufheben auf jeden Fall. Okay, mach ich. Bei dem Zwiebellauch, den lasst du auch im Ganzen nur die äußerste Schale weg und die Wurzeln unterweg. Aber was soll man da machen? Einfach auch schälen, oder? Nein, nicht schälen. Merkst du, du bist nicht vom Fach, ne? Nein. Ja. Ups. Wurzeln ab. Und dann einfach die äußerste Haut. Alles klärchen. Abziehen. Okay? Okay. Und dann oben noch ein bisschen abschneiden, so lassen wir den. Wunderbar. Also für mich ist es total ungewohnt, hier dieses Grünzeug zu schälen. Doch, ich finde es super, da wir das Teamwork fördern und André in der Küche sich richtig austoben kann. Quark, wenn du mit Quark arbeitest, immer abtropfen, schon mal das ganze Wasser. Umso mehr Wasser du draußen hast, desto fester wird die Füllung. Mach da mal jetzt ungefähr 2/3 von der Masse rein. Ja? Für ein Kilo Quark würde ich sagen, haben wir hier, machen wir schon mal ein Drittel. Für ein Kilo Quark gehen wir mal auf Nummer sicher, machen einen halben Liter Eigelb, 400 Milliliter Eigelb. So, dann nehmen wir noch eine Bio-Zitrone. Also die Rezepte und die Tipps sind praktisch. Es sind Kleinigkeiten, die sofort helfen und das Leben auch in der kleinen Küche hier erleichtern. Das sind genau die Sachen, die ich eigentlich vermisst habe hier. Dieses ganze Design ein bisschen mehr aufzupeppen. Ich denke, es ist der einzige Laden in Berlin, wo man sowas fahren kann, wo es ein mittelalterliches Essen gibt mit Schlachtplatte, Essen mit den Händen, wo du laut sein kannst, wo du ein bisschen Radau machen kannst, wo du, auch wenn du auf die Nummer stehst, dich mal als Ritter verkleiden kannst und diesen ganzen Trip spüren kannst. Von nun an heißt du Sir Martin Bautrexen. Hiermit schlage ich dich zum Kochprofi-Ritter. Nicht mit den Händen essen ist doch was ganz anderes. Ja. Dass man einfach aus dem Trott, den man jetzt so hat, einfach, dass man da rauskommt. Ich habe Zunge probiert. Okay.
ich war total begeistert von den Gerichten. Die Lehre vom heutigen Tage und muss ich ehrlich sein, ich werde mich insofern bessern, dass ich mehr mich darum kümmere, auch Veranstaltungen zu fahren, auch besondere Specials, jetzt auch wenn es mal Innereien sind, Zunge oder so eine Sachen, die werde ich auch mal probieren zu machen, umsetzen und dann damit versuchen, die Leute zu locken, die auch mal was Besonderes wollen. So, dürfen wir ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten. Wir sind hier nach Berlin gekommen, in die Drachenschenke, haben hier ein Team von extrem motivierten jungen Menschen getroffen. Ich würde sagen, für die Zukunft, wenn ihr diese Leute unterstützt, dann wird das euer Stammlokal. Es war ein wunderschöner Tag. Der Knüppel ist im Sack geblieben, den haben wir nicht rausholen müssen, weil das Team hat funktioniert. Also wenn die Jungs zusammenhalten und wirklich Gas geben und die Bude pflegen und sich fortbilden und wirklich professionell sind, dann denke ich, haben die eine große Zukunft vor sich. Meine Damen und Herren, die Kochprofis sind jetzt raus!